super Freunde. In einem wilden Garten lebten zwei Freunde, Fritz die Maus und Hoppel der Hase. Am einen sonnigen Tag wollten die beiden Eis essen gehen. Unterwegs kamen sie an einem Erdbeerfeld vorbei und trafen dort ein seltsames Tier. Hallo, was bist du denn? Fragte die Maus. Ich bin Pixi die Raupe. Wohin geht ihr? Wir gehen in die Eisdiele. Super, darf ich mitkommen? Nein, du bist so haarig, stachelig und grün. Wir gehen lieber alleine. Einige Wochen später kamen Flitz und Hoppel wieder am Erdbeerfeld vorbei und sahen ein buntes, wunderschönes Tier. Erstaunt fragen sie, was das für ein Tier ist. Ich bin's, Pixi. Ich war die stachelige Raupe, mit der ihr nichts zu tun haben wolltet. Blitz und Hoppel entschuldigten sich bei Pixi und luden sie zum Eisessen ein. Von da an waren's drei super Freunde, die den wilden Garten unsichtbar machten.